Vorsicht, kriminelle Abzocke und Betrug mit der Grundrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Kriminelle Banden sind unterwegs und wollen ahnungslose Rentnerinnen und Rentner abzocken. Und zwar geht es um das Thema Grundrente. Die Masche, Sie erhalten einen Brief, der praktisch wie ein Schreiben der deutschen Rentenversicherung täuschend ähnlich sieht. Und in dem Schreiben ist natürlich auch eine Versicherungsnummer enthalten und die Mitteilung, dass Sie Anspruch auf die Grundrente haben könnten. Sie werden deshalb gebeten, damit der Grundrentenzuschlag ausgezahlt werden kann, dass Sie Ihre Bankverbindung und andere persönliche Daten preisgeben und die dann an den entsprechenden Empfänger, der in diesem Schreiben aufgelistet ist, adressiert zuschicken. Auch noch eine Masche, Sie werden angerufen und in dem Telefongespräch werden Sie aufgefordert, Ihre Bankdaten preiszugeben. Ich kann nur sagen, Hände weg von diesem Schreiben. Die deutsche Rentenversicherung schickt grundsätzlich Ihnen keine Schreiben zu, indem sie sie ausdrücklich extra um Bankdaten nochmals bei laufenden Rentenzahlungen auffordert, also dass Sie diese mitteilen. Das macht kein Mitarbeiter der deutschen Rentenversicherung. Wann geben Sie Ihre Bankdaten der deutschen Rentenversicherung bekannt? Wenn Sie einen Rentenantrag stellen oder aber Sie Ihre Bankverbindung ausdrücklich ändern wollen. Und zum Zweiten, die deutsche Rentenversicherung berät aus Gesetzesgründen bis zum 31.12.2022 überhaupt nicht zum Thema Grundrente. Das heißt also, die rufen Sie nicht an und fragen, geben Sie mir mal bitte Ihre Bankdaten, Sie kriegen die Grundrente. Das ist Blödsinn. Sie kriegen einen Bescheid, da steht drin, Sie haben Anspruch auf Grundrente und da Sie ja schon ein Rentner sind, kriegen Sie ja den Grundrentenzuschlag mit der laufenden Rente auf Ihre Bankverbindung gezahlt, die Sie damals beim Rentenantrag für die Altersrente oder Erwerbsminderungsrente bekannt gegeben haben. Mein Tipp, wenn so ein Schreiben kommt und Sie sind sich nicht sicher, nicht sofort darauf reagieren. Sie nehmen bitte irgendeinen alten Rentenbescheid und vergleichen bitte mal die Rentenversicherungsnummer aus dem Rentenbescheid mit der Versicherungsnummer, die dort in dem Schreiben bekannt gegeben ist. Und glauben Sie mir bitte eins, die meisten Versicherungsnummern sind schon gefaked und die stimmen schon gar nicht mit Ihren Nummern überein, weil die Leute gar nicht wissen, welche Rentenversicherungsnummer Sie bei der deutschen Rentenversicherung haben. Wenn Sie sich dann noch nicht sicher sind, dann rufen Sie bitte bei der deutschen Rentenversicherung an. Und zwar bei der Nummer, die im Rentenbescheid angegeben ist und fragen nach, ob die deutsche Rentenversicherung Ihnen hier ein Schreiben zugeschickt hat. Wenn Sie laufend eine Rente ausgezahlt bekommen, werden Sie niemals von der deutschen Rentenversicherung ungefragt angeschrieben oder antelefoniert werden mit der Bitte, nochmal die Bankverbindung mitzuteilen. Vorsicht, Abzocke droht, es geht um Ihr schönes Geld, was Sie auf Ihrem Konto haben. Das sind kriminelle Banden, lassen Sie praktisch da nichts an sich rankommen. Brief nehmen, wegschmeißen, Ablage P, Telefonhörer auflegen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.